So, liebe YouTube-Freunde, wir haben ja nochmal so ein kleines Projekt, was jetzt, naja, nach langem Hin und Her fertig geworden ist. Der steht schon jetzt einige Zeit rum, haben wir mal erworben. Ja, er lief nicht so, wie ich das gerne hätte, weil so ein paar Sachen haben mich gestört. Erstmal lief er nur volle Pulle, weil er unheimlich viel Kraft brauchte, weil erstmal die Feder für den Schieber, die jetzt zum Hochdrücken war, die war ja sowas von stramm. Das ging gar nicht. Wie gesagt, so ein Motor. Der muss eigentlich ziemlich leicht laufen, das hat er nicht. Ja, dann mit der Flamme hat mich ein bisschen gestört. Wir haben wir da hier dank Theos Hilfe einen kleinen Gastank mit einer kleinen Gasdüse angefertigt. Wir haben auch den Brennschieber, den Verschluss haben wir geändert. Der ist aus Graphit jetzt. Ja, leider hat der Erbauer, der hat ihn wirklich gut gebaut, sieht auch edel aus, wirklich toll, aber hat so einen kleinen Denkfehler gehabt beim Bauen. Das Verhältnis vom Kolben zum Zylinder passt da nicht. Der Kolben ist viel zu klein für so einen Motor. Also der kann leider nicht langsam laufen, weil das Verhältnis nicht stimmt. Ich habe mir das vom Profi sagen lassen, der hat eine Mache gehabt. Eigentlich schade, ich habe viel Geld für das Modell gezahlt und naja, gut, wir haben jetzt wie gesagt einiges umgebaut, dass er leichter läuft, bisschen abgestimmt, aber wir können jetzt nicht komplett den ganzen Zylinder mit Kolben und das können wir nicht alles ändern, weil da ist auch eine Buchse drinne. Schade eigentlich, ich hätte gern einen anderen Zylinder drauf gehabt mit einem größeren Kolben, weil die Kraft fehlt jetzt irgendwie, ne? Er hat eine bestimmte Umdrehung, braucht der Motor. Also wenn ihr sowas baut, da gibt es immer so eine Faustformel, wie gesagt, wie der Kolben zum Zylinder oder der Kolben zum Motor sein muss. Und der Zylinder sieht zwar jetzt, wenn man so guckt, nicht so klein aus, aber der Kolben ist so winzig da drin, so eine kleine Bohrung, das geht einfach nicht. Aber wer so einen Motor baut, da muss der Kolben schon zum Zylinder oder zum ganzen Modell passen. Der ist leider zu klein. Na gut, er läuft doch jetzt gut, weil er leicht läuft. Das war vorher nicht gegeben. Und wir wollen jetzt auch mal anfahren, wollen gar nicht so viel sabbeln. Wie gesagt, mit dem Gas ist eine super Sache. Gucken, ob ich das jetzt so hinkriege. Ja, man kann halt jetzt schöner die Geschwindigkeit variieren, das ist halt das Schöne. So, wir haben hier noch so eine kleine Motorbremse. Ich führe es gleich mal vor. Das ist einfach nur, das ist noch nicht mal ein Magnet. Man bremst hier einfach nur die Geschwindigkeit ab. So ein kleiner Kunststoffnocken, der halt vorne das Modell oder Schwungrad einfach auf die Nocke, das Schwungrad abbremst, mehr ist das nicht. Ich persönlich baue immer gerne Magnetbremsen ein, das ist eine super Sache. Aber so geht es auch. Man kann das Modell damit variieren, von der Geschwindigkeit her. Ja, und ihr kennt ja meine Modelle, ich baue die gern auf Gas um. Ja, jetzt nochmal ein tausend Dank an unseren super, super Theo. Der hat mir ja sehr geholfen. Wie gesagt, ich habe auch versucht, einen Brennschieber aus Graphit zu bauen. Das hat nicht geklappt. Ich habe das einfach nicht dicht bekommen. Ich habe mich da wirklich lange drum geärgert. Naja, aber der Theo hat es drauf. Der hat es geschafft. Der hat mir da, wie gesagt, den Gastank gebaut mit der Gasdüse. Und den Brennschieber, wie gesagt. Und er hat das auch überprüft mit den. Wir haben ja auch einen Graphitkolben verbaut, weil das lief einfach alles zu schwer. Und wie gesagt, so ein Modell muss wirklich sehr leicht laufen. Und ja, wie gesagt, leider ist der Fehler mit dem Kolben, Zylinder, alles zu klein geworden. Also, wenn ihr sowas baut, passt da auf, dass der Kolben groß genug ist, wenn ihr so ein Modell baut. Weil das Modell ist auch nicht so klein. Der braucht halt diese Kraft wahrscheinlich. Er läuft super, weil er jetzt leicht läuft. Aber wie gesagt, wir können nicht ganz langsam laufen lassen. Das packt er nicht von der Umdrehung, weil der Kolben zu klein ist. Ne, wir können jetzt schön steuern, weil er leicht läuft und mit der Gasflamme, das ist eine super Sache geworden. Wie gesagt, weil die Feder viel zu stramm war, der hat das gar nicht geschafft, hochzudrücken, den Schieber. Ne, der hat da so viel Kraft gebraucht. Naja, gut, haben wir jetzt einiges geändert. Also ich will jetzt nicht den Erbauer beleidigen oder sowas, aber hier waren wirklich so ein paar Konstruktionsfehler dran. Das muss man ein bisschen ändern und ja, leider ist der Kolben immer noch zu klein, das kann ich nicht schönreden. Aber gut, wir haben jetzt einiges geändert und naja, so gefällt er mir ganz gut. Er läuft jetzt ganz gut, er läuft auch sehr leicht, was ich auch schon ein paar Mal gesagt habe im Video. Könnt ihr mich ruhig wieder verbessern. Ich sage immer alles doppelt oder dreifach, das macht nichts. Na gut, soweit bin ich so zufrieden. Könnt ihr mal gucken, wie langsam er läuft, bevor er ausgeht, weil er packt das irgendwann nicht. Aber wenn er so läuft, bin ich zufrieden. Und ja gut, irgendwann wird er zu heiß, dann geht er eh aus von dem Wärmeverhältnis, warm, kalt. Dann packt er das nicht mehr.
Aber ich bin sehr begeistert mit dem Brennschieber aus Graphit. Das ist wirklich eine super Sache. Und der Graphitkolben sowieso. Kein lästiges Ölen. Ihr habt nur eine Schwierigkeit, wenn ihr das Modell anfahrt, dass er ein bisschen Schwitzwasser bildet. Dann bremst das ein bisschen, dann muss er wieder abkühlen. Am besten immer sowas mit einem Föhn. Nehmt da von der Mutti einfach einen Föhn, macht den Zylinder schön warm. Dann habt ihr die Schwierigkeit nicht, dann läuft er sofort an und könnt ihr auch schön langsam tuckern lassen. Ich weiß nicht, wie lange das Modell jetzt läuft. Ob eine halbe Stunde oder eine Stunde, ich habe es noch nicht probiert. Da lässt man ein paar Minuten laufen, 10 Minuten, Viertelstunde, dann macht man wieder aus. Und ein kleiner Tipp von mir noch, wenn ihr so Modelle habt, einfach mal von Firma Banks ganz dünnes Öl. Das könnt ihr auch auf Graphitkolben machen, das macht nichts. Ich mache hier immer auf den Schieber ein kleines Tröpfchen drauf, dass der wirklich schön leicht ist und gut abdichtet. Weil ihr müsst, wie gesagt, aber ihr hört das Pups nicht so laut, weil er so einen Mini-Kolben hat. Er hat nicht so eine große Kompression. Ne, deswegen pupst er nur leicht, aber wie gesagt, pupsen muss er, dass das Verhältnis stimmt, dass er auch abdichtet. Da müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr sowas habt. Naja, gut, jetzt lassen wir es so. Wir haben jetzt wirklich viel Geld nochmal im Nachhinein investiert. Der war beim Kauf schon sehr teuer und jetzt mit dem Umbau noch und mit den ganzen Maßnahmen. Also jetzt reicht's, jetzt wird er weggestellt und. Na gut, er läuft jetzt ganz gut. Er läuft auch langsamer wie vorher, weil er, wie gesagt, vorher die Kraft brauchte. Wie gesagt, durch den Schieber, durch den Kolben und durch die starke Feder, die da drin eingebaut war. Das war einfach zu schwer alles. Also, der muss leicht laufen. Und ihr seht, wie schön der jetzt läuft. Man kann jetzt schön, ich könnte ja mal schneller machen. Wie gesagt, wenn er mehr Feuer kriegt, ist klar, wird er schneller. So, ihr seht ja, wie schön er läuft. Jetzt wird er mir schon wieder zu schnell. Drehen wir das Gas wieder ein bisschen ab. Aber wir können ja auch mit der kleinen Motorbremse hier ein bisschen arbeiten. Dann können wir die Geschwindigkeit auch variieren. Aber das hat der Erbauer schon gut gemacht. Also ich bin da wirklich, er hat sehr sauber gearbeitet, sieht wirklich richtig edel aus. Aber diese kleinen Konstruktionsfehler. Ne? Er hat wirklich super gearbeitet vom Material, von der Verarbeitung. Ja, gut, vom Lack bin ich auch nicht. Es sieht edel aus, aber das blättert sehr schnell ab, haben wir gemerkt. Sobald man irgendwas anpackt, da muss er vielleicht doch nochmal seine Modelle überarbeiten. Nochmal. Vielleicht nochmal Grundierung. Ist auch keine Grundierung drauf. Vielleicht liegt es daran, immer das Alu anrauen. Das mache ich bei meinen Modellen auch immer. Anrauen, grundieren, wieder leicht anschleifen und dann erst lackieren. Und wenn man dann der Lack trocken ist und die ganzen Sachen poliert, sieht das auch edel aus. Und der Lack hält auch. Ne? Weil hier blättert der Lack wirklich. Da muss man aufpassen. Wenn man jetzt nichts macht, okay, bleibt's. Aber ich habe mir ein paar Mal zerlegen müssen wegen ganzen Umbaumaßnahmen. Habe ich dann gemerkt, dass hier eine Seite, das ist alles abgeblättert. Das habe ich dann mit dem Messer vorsichtig abgeschnitten, dass der Lack oben drauf halt schön bleibt. Ne? Wenn ihr da nichts macht, hält der Lack, aber man darf halt nicht so viel darum machen. Das habe ich halt gemerkt. So, ihr seht, wie schön das Modell läuft. Bin eigentlich sehr zufrieden. Jetzt lassen wir es so. Und nochmal danke, Theo, für deine Hilfe, für deine Unterstützung. Ich allein hätte das wahrscheinlich gar nicht so hinbekommen. Das Know-how fehlt mir leider. Ne? Na gut, jeder hat seine Stärken, seine Schwächen. So, jetzt machen wir die Bremse da weg. Immer ein bisschen variieren hier. Also ich bin immer begeistert von diesen ganzen Gassachen. Also ich möchte keinen Flammenfresser mehr ohne Gas. Also es ist wirklich, ihr könnt das, ihr habt viel besser. Ne, ihr könnt das mit der Flamme variieren. Weil mit so einem Docht, was will man da machen? Gut, man kann jetzt mit dem Docht irgendwas bauen, dass er vor und zurück geht. Aber ihr habt mit der Gas immer eine bessere Befeuerung, mehr Kraft, mehr Energie. Ne, ihr seht ja, wenn ich hier aufdrehe, was der abgehen würde. Gut, der dauert halt eine Weile, bis er in Schwung kommt. So, wir können ja mal gucken, wie langsam er läuft. Eine ganz kleine Flamme machen. Aber er wird gleich wahrscheinlich ausgehen, weil er braucht halt seine Umdrehung, weil der Kolben zu klein ist. Ja, ihr seht, er packt es nicht. Er packt es einfach nicht. So, und wie gesagt, irgendwann wird er auch zu heiß. Ich habe mir eben schon mal laufen gehabt. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder abkühlen lassen. Naja, wir beenden das Video. Ansonsten Daumen hoch. Theo, danke, danke. Er läuft sogar ganz, ganz, ganz 1, 2, 3. Ganz gut, bin zufrieden. Und jetzt wird er weggestellt. Und wie gesagt, ich möchte hier keinen beleidigen. Er baue auch nicht, nur
wie gesagt, so kleine Dinger, die nicht so toll geworden sind. Ich wusste das auch erst nicht und der Experte hat mich dann darauf hingewiesen, dass der Kolben da viel zu klein ist für so ein großes Modell. Und naja, gut, alles klar. So, euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ich habe mal wieder bald ein schönes Modell in Aussicht. Oder ich habe noch ein paar in Arbeit, dass ich mal wieder drankomme. Und dann geht es wieder vorwärts. Alles klar. So, bis zum nächsten schönen Modell. Euer Tüftler.